Bei CRN-TV begrüße ich jetzt Herrn Ralf Haubrich. Herr Haubrich ist Vice President Central Europe bei Astaro. Astaro ist ein Security-Anbieter und wir sind hier auf der Channel Trends and Vision, der Hausmesse von Actebis Peacock. Und das ist ja hier keine reine Security-Spezialmesse. Deshalb würde ich Sie bitten, Herr Haubrich, sagen Sie uns doch mal in wenigen Worten, was das Kerngeschäft der Astaro ist. Ja, es ist heute noch eine IT- und TK-Messe, aber nach dem heutigen Tag, denke ich, wird es auch eine Security-Messe sein, weil wir einfach durch die Actebis den Durchgriff auf viele Hunderte und viele Tausende von Resellern haben. Die Astaro ist Marktführer im Bereich All-in-One-Systeme im Security-Bereich. Das heißt, wir verbinden die Netzwerksicherheit, Websicherheit und Mailsicherheit auf einer Lösung verbunden mit einer Oberfläche, über die der Partner und Reseller einfach die Systeme administrieren kann. Ein Schwerpunkt, den Sie hier zeigen, ist das Thema Virtualisierung bzw. Sicherheit in virtualisierten Umgebungen. Welche besonderen Herausforderungen stellen sich denn für das Thema Security innerhalb einer virtualisierten Umgebung? Ohne Frage ist Virtualisierung ein sehr großes Thema. Wir haben uns vor anderthalb Jahren entschlossen, eine Virtualisierungslösung auf den Markt zu bringen, sind damit der einzige Hersteller, der sowohl eine Software als auch eine Hardware als auch eine virtualisierte Lösung anbietet. Das heißt, wir machen heute einen kleinen einstelligen Umsatz im Virtualisierungsbereich, sehen aber ein exponentielles Nachfrageverhalten unserer Kunden und unserer Partner. Das heißt, Virtualisierung geht in die Sicherheit oder Sicherheit geht in die Virtualisierung. Ein großes Schlagwort im Security-Markt ist ja momentan das Thema Managed Security Services. Worum geht es dabei konkret? Managed Security Services ist ein Schlagwort, was aus den USA nach Europa geschwappt ist. De facto machen heute schon die Hälfte unserer Partner oder bieten die Hälfte unserer Partner Security- oder Service-Lösungen an. Das heißt, sie managen, warten die Systeme und verdienen dadurch einen Mehrwert, sprich Geld. Die andere Hälfte unserer Partner, die müssen wir noch auf den Weg zum Managed Security Service Provider bringen. Was tun Sie denn für diese Partner oder wie bringen Sie diesen Partnern das Thema Managed Security Services nahe? Wir sehen als Hersteller unsere Aufgabe in dem Bereitstellen zum einen von Lösungen. Lösungen sind unter anderem das Astaro Command Center. Wir sehen unsere Aufgabe in dem Bereich flexible Lizenzierungsmodelle. Und bringen unsere Partner natürlich durch, oder unsere Reseller durch starke Partner wie eine Actebis, die Pre-Sales, Post-Sales Support anbietet, in der Lage, Dienste anzubieten, wo sie heute noch kein Know-how haben. Das heißt, wir unterstützen die Partner durch Distributionskollegen als auch direkt. Dann ist also durchaus eine Hausmesse hier wie die Channel Trends and Visions eine Plattform für Sie, um dieses Thema auch noch weiter in den Channel hineinzutragen. Ohne Frage. Wir haben es geschafft, in 2008 mehrere hundert Reseller für das Astaro-Produkt durch die Actebis zu gewinnen und möchten heute unsere Lösung natürlich auch einem weitaus größeren Publikum darstellen. Das Zusammenwachsen von IT und TK geht dann auch in den Bereich Security. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Haubrich. Dankeschön, Herr Hase.